Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren How-to-Cheat-Video hier auf meinem Kanal zu dem von mir sehr geliebten, aber anscheinend von den von sehr, sehr vielen anderen Leuten nicht so geliebten Spiel Resident Evil 5. Resident Evil 5. Genau, weil, ja, Resident Evil 5, also ich will jetzt einmal hier drei Cheats quasi, ein 3-in-1-Video mehr oder weniger, ein Cheat wie zeigen, wie man sich einmal Geld, Munition und Items cheaten kann. Wird ein kombiniertes Video, weil, ja, bietet sich halt an. Also ist halt einfach so, das kann man jetzt auslegen, wie man will. Man kann den Cheat einmal dazu verwenden, sich Geld zu machen. Man kann den Cheat dazu verwenden, sich ganz, ganz viel Munition zu cheaten. Oder man kann den Cheat dazu verwenden, sich ganz, ganz viele Items zu machen. Bleibt jedem selber überlassen, was er damit macht. Ich zeige den Trick. Und dann, genau, dazu müssen wir hier einmal in die Objektverwaltung reingehen. Gehen hier auf Verwalten. Und was ich jetzt machen werde, ist, wir haben hier diese schönen neuen Boxen von dem Spiel und ich werde jetzt nicht die Items selber versuchen zu manipulieren, sondern ich werde den Wert in dem Spiel für diese Box auslesen. Und das geht wunderbar. Das klappt aber nur mit eurem eigenen Inventar, so mit eben von Chris. Außer ihr spielt natürlich Shever, aber ich nehme meistens immer Chris, deswegen nehme ich die linke Box. Wenn ihr hauptsächlich Shever spielt, dann müsstet ihr hier die Box nehmen, weil dann wäre das Inventar, wo ihr suchen müsstet. Aber ich zeige jetzt mal hier links. Aber wie gesagt, weil ich immer Chris spiele, nehme ich das da. So. Was ihr jetzt beachten müsst, ist ein Punkt. Also ich werde jetzt hier verschiedenen Cheat Engine, werde ich Werte eingeben, nach denen suchen und immer wieder filtern. Wobei man darauf achten muss, bei dem Trick jetzt, der erste Wert muss möglichst groß sein und danach, wenn ich danach einen kleineren Wert nehme, darf der übernächste dann nicht wieder größer sein. Das heißt, ich darf nicht so anfangen, also Beispiel, ich würde nach dem Wert für diese eine Box hier, also wo diese Granate jetzt drin ist, nach dem Wert für diese Box hier suchen, darf ich nicht mit der 5 anfangen und dann hier die Pistole mit der 8 reinziehen. Das darf ich nicht, weil dann schlägt der Suche fehl, dann findet ihr nichts. Also das wird nicht klappen. Das heißt, deswegen nehme ich ein Objekt mit einer möglichst hohen Zahl, dass ich möglichst viele Suchmöglichkeiten habe. Und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Also ich habe jetzt hier in dieser Box, ich nehme tatsächlich mal diese Box hier raus und die hat jetzt aktuell, diese Box hat jetzt tatsächlich diesen Wert 80. Jetzt suchen wir mal einfach danach. Also wir gehen wechseln in den Cheat Engine rein. 6.7. Wir drücken hier auf diesen kleinen Computer, wählen Resident Evil 5 aus und suchen hier nach dem Wert 80. First Scan. So, jetzt spuckt er hier uns jede Menge Werte aus. Wunderbar. Jetzt wechsle ich nicht die Waffe, also ich verändere nicht den Wert der Waffe, sondern ich ziehe hier jetzt meinetwegen, welche ist mir der nächstgrößere, hier die 20 Kräuter. Zack, ziehe ich die 20 rein und jetzt suche ich nach der 20. Zack, und da ist er schon. Jetzt hole ich mir den mit dem Doppelklick hier nach unten. Und jetzt habe ich hier den Value 20 drin stehen. Wenn ich jetzt einfach nur zum Zeigen, ziehe ich hier diese Schrotflinte mit dem Wert 15 in diese Box, tappe ich raus, zack, ist der Value 15 drin, weil die Schrotflinte hat ja den Wert 15. Also kriege ich jetzt jedes Mal, wenn ich ein Objekt in diese Box ziehe, in Cheat Engine, den Value für diese Box angezeigt. Mega praktisch, damit kann man jetzt beispielsweise jetzt, zeige ich es einfach mal, die 5 Granaten kann ich hier reinziehen, habe ich den Value 5, jetzt tippe ich hier, mache ich einen Doppelklick, ja, mache hier eine 500 raus, gehe ins Spiel zurück. Jetzt ist es noch 5. Jetzt muss ich das Objekt einmal verschieben. Ich ziehe es einmal nach rechts. Zack. Und da sind die 500. Und jetzt habe ich 500 Granaten in einem Stack, was ja eigentlich vom Spieler nicht möglich ist. Jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich diese 500 Granaten im Spiel benutzen. Also das wäre der Item-Cheat. Das kann ich jetzt dasselbe natürlich auch mit der Waffe machen. Jetzt ziehe ich mal die Pistole hier rein. Die L-Hawk, die sehr, sehr stark ist. Also die macht so ziemlich den meisten Schaden. Den allermeisten Schaden macht diese S&W M500 auf höchster Tuningstufe. Dann macht die nämlich, ich glaube, genau 5000 Schaden. Und jetzt gehe ich mal hier hin, habe ich hier den Wert 8. Jetzt, wenn ich hier raustappe, habe ich jetzt hier den Value 8 drin stehen. Jetzt gehe ich hin, füge mal 2 Nuller an. Man darf es natürlich nicht übertreiben, weil sonst schmiert das Spiel ab tatsächlich. Jetzt habe ich hier noch den 8, zack, ziehe ich es nach oben, bumm, 800. Jetzt hat diese Pistole tatsächlich 800 Schuss. Damit das jetzt natürlich auch gespeichert bleibt, muss ich natürlich einmal rausgehen, sagen fertig, zack, dann speichert er das. So, und wenn ich jetzt wieder reingehe, zack, bleiben die 800 und die 500 da. Jetzt kann ich, wie gesagt, jetzt habe ich das einmal dazu verwendet, mir Munition zu cheaten. Ich habe jetzt eine Waffe mit 800 Schuss, ja, weil so direkt Munition als Päckchen kann man sich auch cheaten, indem ich dann einmal hingehe
Und die Waffe kann man ja entladen im Spiel, also in-game. Und dann kriegt man diese Waffen-Päckchen hier. Die könnte ich jetzt auch manipulieren. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal. Nehme ich einfach mal diese Schrotflinte hier raus und pack mal so einen Stack Magnum-Munition da rein. Zack, jetzt habe ich hier den 12er-Stack. Tapp ich raus, habe hier den Wert 12. Dann mache ich mal nicht so viel, mache mal nur 120. Ja, sind wir nicht so gierig. So, wieder Wechsel, habe ich 120 Magnum-Munition. Entfernen. Und dann werden die natürlich hier dazugekriegt. Das Problem ist, wenn ich die jetzt einmal hier rausnehme, kommen die natürlich wieder in dem 12er-Stack zurück. Das heißt, man muss das Objekt dann tatsächlich in diesem Inventar drin lassen. Sonst ist es futsch. Aber ich würde es tatsächlich als schlauer empfinden, nicht diese Munitionspäckchen zu ercheaten. Klar, die könnte ich jetzt hingehen und sagen, verkaufen. Gehe ich einmal hin, zack, 926 Munition bringt mir 18.000 N. Keine Ahnung. Geld. Könnte ich jetzt verkaufen. Oder auch hier die Erste-Hilfe-Sprays. Oder auch hier diese Spritzen. Da habe ich hier 20 Stück. Ja, machen wir mal da 200 raus. Ja. Zack, habe ich so ein Stack, habe ich jetzt so ein Stack 200er Spritzen und die kann ich jetzt verkaufen für 100.000. Und so kann man diesen Cheat auch als Geldcheat einnehmen. Also ich nehme halt einfach ein Objekt, vervielfältige das und kann das dann verkaufen und kann das Objekt dann immer wieder vervielfältigen, immer wieder und dann immer wieder verkaufen. Und so kann ich mir Geld cheaten und dann kann ich mir eventuell Waffen kaufen, die ich nicht habe. Oder wiederum Items cheaten, die rare sind, also die man selten hat. Ja, zum Beispiel hier Granaten oder meinetwegen hier, wo ist es? Hier diese Erste-Hilfe-Sprays, die sind selten, die findet man mega selten. Oder, ja, bestes Beispiel natürlich Raketenwerfer, wenn man nicht schon die unendliche Munition hat, bringt dieser Munitionscheat natürlich dann einem nicht. Dann kann man einfach die unendliche Munition aktivieren und dann hätte man das auch. Das Problem ist, es gibt natürlich, wenn man dann vielleicht mit einem anderen spielen will, der sagt, unendliche Munition finde ich scheiße, ich will die echte Resident Evil-Erfahrung mit knapper Munition. Ja, du willst dir aber einen kleinen Vorteil verschaffen, dann kannst du da hingehen und ja, einfach mal das Magazin von der Waffe tatsächlich einfach vervielfältigen. Und hast jetzt einen Raketenwerfer mit 100 Schuss. Und das überlebt tatsächlich auch den Ladebildschirm, weil das Item selber einfach den Wert hat. Das Problem jetzt, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, wenn ich das Item jetzt aber aus meinem Inventar entferne und in das große Inventar packe, dann verfliegt der Wert. Dann ist es wieder, würde ich das jetzt tatsächlich hier entfernen sagen, dann würde das hier rüber wandern und ich hätte hier 100 Slots voll mit Raketenwerfer mit einem Schuss. Nicht ganz praktisch. Also da muss man schon aufpassen. Es gibt bestimmte Items, wie zum Beispiel die Minen und hier die Granaten, die überleben das. Also es gibt ein paar Items, die das überleben. Die hier werden hier automatisch gestackt, aber hier ist auch das Maximum 999. Danach gibt es einen neuen Stack. In meinem normalen Inventar ist da tatsächlich dann 150 hier das Limit. Aber wenn ich das hier zurückschiebe, zack, wandert es in diesen Stack wieder rein. Jetzt, wenn ich es noch weiter vervielfältige, dann würde es immer 999er Stacks geben. Das könnte ich ins Unendliche weiter treiben. Aber wie gesagt, diesen Trick kann ich, solange ich hier diesen Slot hier jetzt habe, kann ich das mit jedem Item machen. Also ich kann jedes beliebige Item da reinziehen. Und sagen, dass dieses Item einfach einen anderen Wert hat. Ja, 180. Zack, und schon habe ich mein Scharfschützengewehr mit 180 Schuss drin. Muss nicht nachladen. Hat einmal den Vorteil. Und der andere Vorteil ist, da die Waffe ist jetzt natürlich so nicht mehr wert. Weil ich dann natürlich nur dieses Magazin vervielfacht habe. Aber so kann man jetzt beispielsweise, man hat kein Munitionsstack. Das wäre auch ein Anwendungsbeispiel. Ich habe diese Päckchen hier nicht. Dann kann ich so einer Waffe einmalig, was weiß ich, 5.000 Schuss geben. Die entlade ich. Also ich gehe immer hin und sage entladen. Ja, kann man dann entsteht ein Stack mit 500.000 Schuss und dann kann ich das in das Inventar da unten reinziehen. Und dann hat man die Munition. Da kann man immer wieder nachladen. Also das könnte man auch so benutzen. Oder wie gesagt, hier die Granaten. Da kann ich wirklich 500 Granaten, ohne einmal nachladen zu müssen, kann ich 500 Granaten werfen. Mega geil. Also für mich zumindest. Wenn man nicht den unendlichen Munitionscheat oder hier schon diese unendlichen Waffen freigeschaltet hat, ist dieser Cheat nutzlos. Allein das Geld könnte man dafür verwenden, dass man hier, wie gesagt, sich Items cheatet, wie gesagt, hier die Granaten oder eben hier diese Kräuter oder die Erste-Hilfe-Sprays. Die kann man dann vervielfältigen. So wie die Granaten hier, kann ich sagen, verkaufen. Und dann habe ich hier, kann ich mir hier so Geld zu Geld kommen. Mega praktisch. Mega gut, kann man mit allem verwenden, kann man so oder so hernehmen. Wie gesagt, Items, Munition oder Geld kann man sich damit cheaten. Wollte ich einfach mal gezeigt haben, ist super einfach anwendbar und immer wieder wiederholbar. Man kann es jederzeit wieder machen. Wie gesagt,
Am besten den linken Slot nehmen, weil ich nehme meistens Chris. Wenn ihr Sheva spielt, dann müsst ihr das hier machen, damit das natürlich auch in eurem Inventar ist. Sonst wäre der NPC dann der Chris und der hätte das Ganze dann und kann damit nichts anfangen. Das Problem ist, dass die NPCs manchmal solche Sachen machen, wie dass sie diesen Stack dann aufbrechen. Also die, wenn die sagen, hier gib mir ein Kraut, könnt ihr anfordern oder gib mir Munition oder gib mir eine Granate, dann wird dieser Stack tatsächlich aufgebrochen und dann habt ihr hier plötzlich... Also, dann kriegt er nicht den 200er Stack, sondern eben nur den... Ich kann es jetzt mal hier mal demonstrieren. Also, so, hier geht sogar. Hier wird sogar gehen, aber seht ihr, geben. Dann wird das so passieren, wenn es mit geben gemacht wird. Dann habt ihr hier drei Einzelne und habe ich hier 197 und hier drei Einzelne. Und die lassen sich auch nicht wieder zusammenfügen. Also, dann habt ihr hier tatsächlich... Gut, die werden jetzt hier wieder zu einem Stack zusammengefügt, aber am Ende... Jetzt habe ich hier wieder einen Einzelnen. Das heißt, es wird wieder nicht dem hinzugefügt. Wenn ich das jetzt wieder rüberschiebe, also ich entferne das nochmal. Wenn ich jetzt hier wieder sage, geben, dann wandert das hier so rüber und geht nicht da rein. Man muss ein bisschen aufpassen mit dem Trick, weil man sich so ganz schnell die Slots, die man hier hat, und die sind hier unten auch begrenzt. Ihr seht ja, ich habe nur noch zwei Reihen frei. Wenn die voll sind, dann kann man hier unten auch nichts mehr reinpacken. Dann werden die Stacks nur noch gefüllt und danach ist Schluss. Ja. Und da muss man halt aufpassen. Da muss man tatsächlich aufpassen, was man damit anstellt. Kann man sich auch ganz schnell das Safe-Game kaputt schießen, beziehungsweise halt eben den Spielstand kaputt machen, weil plötzlich ein Wert drin steht, der das Spiel abschützen lässt und dann ist das Safe-Game weg und dann kann man komplett von vorne anfangen. Auch nicht schön. Also wie gesagt, mit dem Trick vorsichtig sein, nicht zu hohe Werte eingeben, nicht zu gierig sein, ist ein praktischer Trick. Ich kann es euch nur empfehlen, macht mir Spaß, macht bestimmt euch auch Spaß und wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Abo, dann gibt es noch hier immer wieder, gibt es mehr von diesen Tricks geben. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid auch beim nächsten How-to-Cheat-Video dabei. Bis dahin, euer Crimson. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio. Ciao.